eine grobe regionale. Wir haben also verschiedene Ringgrößen. Das sind diese kleinste Sorte, das sind C-Ringe. Das sind O- bzw. V-Ringe und das sind sogenannte A-Ringe für die großen Arten. Großes Mausohr, Abendsegler, Reitflügelfledermaus. Diese Ringe werden halt für die mittelgroßen Arten, wie unter anderem auch für die Fransenfledermaus genommen. Und die C-Ringe werden hauptsächlich für die Nymphenfledermaus und kleine Bart noch, genau. Dann hat jeder so sein kleines Kartierbuch. Da werden die Daten erstmal vor Ort erfasst, die nachher entsprechend am Rechner übertragen und schlussendlich zur Beringungszentrale geschickt. Wenn man das nicht macht, kriegt man halt nie die Rückinformationen, wenn jemand das Tier findet, wie auch immer, wo das herkommt. Also kann man keinen Zusammenhang herstellen. Wo war die Zentrale? In Dresden. Ist beim, für den, abgekürzt, LFULG.